Danke, Herr Präsident, Herr Staatssekretär, Hohes Haus, werte Zuseher zu Hause. Gewerbeordnung neu oder besser gesagt Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie. Kollege Demesler hat schon kurz erklärt, um was geht's. Im Grunde genommen haben auch wir immer verlangt, dass die Anerkennung, was man zum Beispiel in Deutschland macht, beruflich für den Gewerbeschein in Österreich anerkannt wird. Nur was macht die Regierung jetzt? Eine Richtlinie, was ja sehr viel Gestaltungsspielraum da wäre für die Regierung, setzt sie folgendermaßen um, dass jetzt auch Drittstaatsangehörige diese Berufsanerkennung bekommen und damit freien Zugang zum Unternehmertum in Österreich bekommen. Und da läuten bei mir schon alle Alarmglocken. Ich habe es im Ausschuss auch gesagt, wenn man jetzt weiß, die ganze Asylflut und auch die sogenannten syrischen Bauunternehmer und die irakischen Fliesenleger, das hat natürlich schon Fantasie, wenn man dann überlegt, was auf die KMUs in Österreich zukommt. Und eben der Minister hat es mir auch nicht wirklich entkräften können. Aber man muss schon sagen, da kommt auf die KMUs in Österreich einiges zu. Und das geht meiner Meinung nach eindeutig am Ziel vorbei. Wir sollten unsere heimischen KMU schützen und nicht so quasi die Gewerbeordnung für Drittstaatsangehörigen öffnen. Vor allem hier, wenn man die Sozialpartnerschaft sich anschaut, sowohl die Arbeiterkammer als auch die Wirtschaftskammer kritisieren dieses Vorhaben ja ganz eindeutig. Die Arbeiterkammer sagt, es entfällt zudem eine Überprüfung, ob durch eine allfällige, trotz des Erbringens der notwendigen Nachweise, mangelnde Berufsqualifikation eine schwerwiegende Beeinträchtigung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit zu befürchten ist, sagt die Arbeiterkammer. Was sagt die Rechte Rechtshilfe, die Wirtschaftskammer? Wir erachten die Überprüfung der Voraussetzungen durch das Bundesministerium weiterhin in vollem Umfang für notwendig. Das heißt, hier hat die Sozialpartnerschaft gesagt, wir wollen das eigentlich nicht, das auf Drittstaatsangehörige auszuweiten. Die Regierung macht's. Und ich sage es noch einmal, für mich hat es schon sehr deutlich auch mit dem derzeitigen Asylthema zu tun. Und ich prophezei heute schon, dass also der syrische Schuhmacher sehr bald in Österreich Realität sein wird. Wir haben da noch ein Thema, was auch aufgetaucht ist im Zusammenhang, oder vielleicht ganz kurz, auch ein interessanter Brief, und zwar vom Beratungszentrum für Migranten in Wien. Die schreiben genau zu diesem Gesetz. In diesem Zusammenhang wird die bisherige Ungleichstellung von bestimmten Personengruppen, vor allem Drittstaatsangehörigen, mit unterschiedlichen Aufenthaltstiteln gestrichen. Im Vordergrund für ein Anerkennungsverfahren steht eine Qualifikation aus einem EWR-Staat, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Das heißt, die befürworten das eindeutig. Noch ein Thema, was aufgetaucht ist, und zwar das Thema Leerstand. Ein sehr interessanter Antrag im Petitionsausschuss. Und möchte da nur einen Satz vorlesen, was fordert diese Petition. Diese Petition fordert, wenn Leerstand von privaten Gebäuden und Grundstücken mehr als ein Jahr besteht, muss eine nicht kommerzielle Nutzung ermöglicht werden. Und das hat die ÖVP im Petitionsausschuss nicht abgelehnt und damit schubladisiert, sondern hat es einer Weiterbearbeitung im Wirtschaftsausschuss zugeführt. Und auch hier sollten alle Alarmglocken läuten. Auch ein Thema hier in der neuen Gewerbeordnung, was kommt, auch für mich vollkommen unverständlich, das Verbot sogenannter Haustürgeschäfte, das Hausieren, das kennen wir von früher her, wird wieder ausdrücklich erlaubt. Ich lese den Satz vor. Der Handel mit Uhren aus Edelmetall, Gold- und Platinwaren, Juwelen und Edelsteinen fällt künftig nicht mehr unter das Verbot. Das heißt, ich prophezei jetzt schon, die alten Schilder nach dem Zweiten Weltkrieg, Hausieren verboten, werden wieder in Österreich auftauchen. Zum Schluss vielleicht ein Zitat zu der ganzen Geschichte, nicht nur zur Gewerbeordnung, von heute eine Presseaussendung, folgendes Zitat: Genug vom Schlechten ist einfach genug. Alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen sind ein Musterbeispiel und ein Sittenbild für die Hilflosigkeit dieser Regierung und professionelles Arbeiten schaut anders aus. Frage, wer hat diese Presseaussendung heute gemacht?
kommt nicht von unserer Freiheitlichen Partei, kommt nicht von unserem Herbert Kickl, kommt vom Landesparteiobmann, Stellvertreter der ÖVP in Tirol, Wirtschaftskammerpräsident Dr. Jürgen Bodenseer. Der hat es heute in einer Presseaussendung gesagt. Vielen Dank, der Dr. Bodenseer hat es erkannt. Am Wort.